erst der genauere Blick zeigt. Die Studie der Universität Hildesheim, 58 Seiten lang, offenbart Ungeheuerliches. Es geht um schwerwiegende sexuelle Übergriffe. Um die Anmutung schlicht, wissenschaftlich nahezu zurückhaltend. Erst der genauere Blick zeigt, die Studie der Universität Hildesheim, 58 Seiten lang, offenbart Ungeheuerliches. Es geht um schwerwiegende sexuelle Übergriffe, um pädophile Netzwerke in Behörden, um Kindeswohlgefährdung in öffentlicher Verantwortung und um die Folgen für Betroffene bis heute. Ich sehe nur Dunkelheit, seitdem ich in diesem Loch da drin gewesen bin. Ich komme seit diesem Zeitraum auch selber nicht mehr auf die Beine. Rückblick. West-Berlin, Anfang der 70er Jahre. Jugendämter beginnen, Kinder und Jugendliche gezielt an pädophile Pflegeväter zu vermitteln. Die Idee stammt vom Sozialpädagogen Helmut Kentler. Kentler ist zum damaligen Zeitpunkt Abteilungsleiter am Pädagogischen Zentrum Berlin, einer Behörde des Senats. In einem Gutachten begründet Kentler später seine Idee, führt aus, Pädophile täten deshalb so viel für ihre Jungen, weil sie vernarrt in sie seien und ein sexuelles Verhältnis zu ihnen hätten. Das könne sich positiv auf die Persönlichkeitsentwicklung der Jungen auswirken. Die Hildesheimer Studie deckt nun auf, dass die Vermittlung von Kindern an Pädophile länger andauerte als bisher gedacht, bis Anfang der 2000er Jahre, fast 3 Jahrzehnte. Wie viele Opfer es tatsächlich gibt, ist unklar. Als der Skandal vor 3 Jahren öffentlich wird, geben 2 ehemalige Betroffene einem Team des ARD-Mittagsmagazins ein Interview, sprechen verdeckt über den alltäglichen Missbrauch. Es wurde eben erklärt, dass das ganz normal ist, dass es zwischen Vater und Sohn normal ist und dass es halt nichts Schlimmes ist, mehr oder weniger. Man wurde auch mit Privilegien geködert, zum Beispiel, dass man ein Super-Nintendo-Spiel bekommt oder man länger wach bleiben kann. Sachen, worüber sich Kinder halt freuen. Kaum in diesem Bereich. Lange Zeit galt Helmut Kentler als Alleinverantwortlicher für die Vermittlung von Kindern an Pädophile. Kentler war als Professor für Sozialpädagogik und Experte für Sexualwissenschaften hoch angesehen, auch in den Medien. Eltern lernen Sexualerziehung, veranstaltet einen regelrechten Tabu-Kehr aus, bei dem buchstäblich kein Stein auf dem anderen bleibt. In Wirklichkeit aber ist das Kind sexuell empfindungsfähig und bei diesen Praktiken werden sehr starke sexuelle Reize gesetzt. Die Studie der Universität Hildesheim offenbart neue Details. Es kann, so die Verfasser, nicht Helmut Kentler allein gewesen sein, der über einen so langen Zeitraum dafür gesorgt hat, dass Kinder in die Obhut pädophiler Väter kamen. Dass dafür ein Netzwerk pädophiler Positionen in Behörden nötig gewesen sei, dass Pflegekinder auch an alleinlebende, mächtige Männer aus Wissenschaft und Forschung vermittelt wurden. Konkrete Namen oder Orte nennen die Verfasser nicht, teilen auf Nachfrage für die Gründe schriftlich mit. Aus den Zeitzeuginnen-Interviews, aus der Aktenanalyse und dem Bericht eines Betroffenen wird deutlich, dass es im gesamten Bundesgebiet Fälle von Pflegestellen bei pädophilen Männern gab. Aus datenschutzrechtlichen Gründen können wir keine konkreten Namen und Orte nennen. Alle Taten sind mittlerweile verjährt. Helmut Kentler wechselt Mitte der 70er Jahre von Berlin nach Hannover, wird hier Professor für Sozialpädagogik an der Universität und setzt sich weiter für sein Projekt ein. Als ein Berliner Jugendamt eine Referenz für einen pädophilen Pflegevater anfordert, schreibt Kentler unter dem Briefkopf der Uni Hannover, dieser sei, Zitat, ein Glücksfall für das Pflegekind und begegne dem Jungen mit Verständnis und warmherziger Liebe. Die Göttinger Politikwissenschaftlerin Theresa Nentwig hat nach Bekanntwerden des Falls im Auftrag der Universität Hannover ein Gutachten über dessen Wirken erstellt. Keine leichte Aufgabe. Die Jugendämter argumentieren dann damit, dass ja die Fristen auch abgelaufen seien, dass die Dokumente nicht mehr existieren. Dann ja, wollen auch viele nicht sprechen darüber. Also man stößt dann immer wieder auf ja, Mauern des Schweigens. Durch seine massive Medienpräsenz gilt Helmut Kentler lange als unantastbar, präsentiert sich immer wieder als unermüdlicher Kämpfer für die Überwindung einer spießigen Sexualmoral, auch im Umgang mit Kindern.
Bis weit in unser Jahrhundert hinein glaubte man, die Kinder seien gar keine sexuellen Wesen, weil man unter Sexualität nur Fortpflanzung verstand. Doch inwieweit trifft Kentler mit seinen Vorstellungen den Geist der Zeit? Es war tatsächlich damals, gerade auch in der Sexualwissenschaft, en vogue, sich für sexuelle Kontakte zwischen Kindern und Erwachsenen auszusprechen. Da war Helmut Kentler keine Ausnahme. Andererseits, warum ich die Rede von dem Zeitgeist problematisch finde, die Mehrheitsmeinung oder auch das Strafrecht, das stand ja auf einer anderen Seite. Denn auch in dieser Zeit sind sexuelle Kontakte zu Kindern verboten. Das wusste Helmut Kentler. Der Sozialpädagoge lehrt bis 1996 unbehelligt an der Universität Hannover. 2008 stirbt er. Für sein Engagement bei der Vermittlung von heute erwachsenen Kindern an Pädophile wird Kentler nie zur Rechenschaft gezogen. Das Land Berlin hat jetzt angekündigt, Gespräche mit Opfern über finanzielle Entschädigungen aufzunehmen. Die Hildesheimer Wissenschaftler fordern alle verantwortlichen Behörden auf, Verantwortung für das Geschehene zu übernehmen und die Aufarbeitung fortzusetzen, um die richtigen Schlüsse für die Zukunft zu ziehen. Aus diesem ungeheuerlichen Fall von Kindesmissbrauch in öffentlicher Verantwortung.